Bergheim ist ein Musterbeispiel dafür, wie wir als Land Nordrhein-Westfalen Heimat vor der Haustür schaffen. Denn Heimat hat nichts zu tun mit Christels Post oder Försters Silberwald, sondern damit, dass Menschen Sehnsucht haben nach einem Ort sozialer Geborgenheit, nach einem sozialen Netz, nach einem Ort, wo man sich zu Hause fühlen kann. Da haben wir jetzt schon über 12 Millionen Euro investiert. Investiert in Abriss, in Umbau, in Neubau, weil manchmal nur das Abreißen hilft, wenn ein Stadtteil aus der sozialen Balance geraten ist. Das hat in Bergheim hervorragend geklappt und wir werden weiterarbeiten und weiter fördern, weil Bergheim eine große Zukunft haben muss. Ich bin froh, dass wir das auf die Strecke gekriegt haben, in Bergheim Südwest insbesondere die Hochhäuser abzureißen, die dort für diesen Stadtteil ein ganz großes Problem darstellten. Wir bleiben jetzt weiter dran. Wir wollen das nächste Hochhaus dort leer kriegen. Da hat das Land bereits Fördermittel bereitgestellt. Dieses Jahr werden wir es noch nicht ganz schaffen, alle Wohnungen dort freizuziehen. Aber ich bin sicher, das geht weiter und wir sind an diesen Themen dran, weil wir uns an dieser Stelle vereinbart haben. Minister Mike Groschek, Bürgermeisterin Maria Ford damals und ich selber waren mehrfach vor Ort und haben uns für die Dinge eingesetzt. Ich bin ganz sicher, Bergheim Südwest wird ein lebenswerter und liebenswerter Stadtteil werden.